komplett neu geändert, der hat einiges studiert, die Säulenrücksteuerung. Richtig, die neue CDC ist das. Heißt, Sie können hier auf den Voll-Einschlag sanft und schnell. Das ist ein deutscher Aufbau. Da muss normalerweise hier am Ende so ein bisschen einknickt und ungemütlich wird. Da ist unsere CDC-Steuerung ganz schnell am Arbeiten und auch schnell ist Thema Fest. Diese CDC-Steuerung mit dem Joystick ist natürlich auch geschwindigkeitsabhängig. Das ist ein echter Quantensprung, der das heute getan hat, wird es nicht müssen. Und wir sind ja hier auf der Tatsache jedes Jahr unter einem Motto. Jedes Jahr hat das Motto Holz. Holzbaumhaus zum Beispiel. Da ist nicht mehr drauf, aber Hackschnitzel. Die haben wir hier schon mal mitgebracht, was wir damit machen können. Schauen wir uns mal an, mit einer Hochschnittschaufel, auch das ist wieder was Besonderes. Wir haben nämlich inzwischen hier eine 4 Meter hohe Muldenlade. Kann man das schon ziemlich hochschrauben und um den Einsatzzweck noch ein bisschen zu erweitern, eine Hochschnittschaufel erweitert das nochmal nach oben. Wie das funktioniert, zeige ich jetzt nächste Meter. Denn man muss ja reingucken in den Container, einfach hochfahren und schon sehen wir genau, was man sieht, bei so großen Würfen hier benötigt.
Und damit steht der richtig platten Gelände mit verletzten Hochfahrbahnen, Kabine und Messgelände noch mit Drittstand. Das unnötige Gewicht ist aber gerade vorhin im Boot und vieles erfahren. Achtet drauf, den lebt sich kaum. Mobilfahrer, was er gerne mal seinen Stand hat, wir selber hier drüben und drüben gar nicht. Als echte Standfestigkeit vor darüber hinaus könnte man jetzt noch mit dem Kranken und Schiff diese Standfestigkeit erhöhen und nebenbei richtig ausreichen. Ich glaube, das ist mir noch weit von der Klasse, wenn ich diese Maschinen in Deutschland brauche. Wollen wir auch nicht nur in Schweden, sondern auch die mobilen Geräte in Deutschland. Und bei vier ist es, da werden die Hälfte genauso wie die mobilen Kranken. Jetzt aber zu anderen Maschinen.